Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir oder von Tom eher gesagt. Wieso von mir? Denn wir werden heute ein richtig cooles Video drehen. Das hast du ja noch nie erwähnt. Das sagst du einfach vor jedem Video, dass wir ein cooles Video drehen. Weil es einfach mal wieder richtig cool ist. Und zwar wird Tom heute den Tag mit den Pferden verbringen und ich werde ihn mit der Kamera begleiten. Wieso also ich? Also werden wir einen kleinen Rolltausch machen. Oh Mann, ey. Ich dachte, ich kann ja wieder ein paar blöde Sprüche hinter der Kamera abgeben. Nein, heute wird es einfach anders laufen. Ich finde, Tom kann sich einfach schon mal so ein bisschen drauf vorbereiten, weil wir ja bald die 100.000 Abonnenten erreichen werden, hoffentlich. Und da muss Tom ja reiten und darauf kannst du dich ja jetzt schon mal vorbereiten in diesem Video, würde ich sagen. Aber heute steige ich nicht aufs Pferd. Ah, das kann ich selber entscheiden, oder? Du kannst selber entscheiden, was du mit den Pferden machst. Du musst nur alle Erledigungen machen. Du musst die Pferde bewegen natürlich, füttern. Und die Box misten. Ah. Also nee, alles drum und dran. Kannst du machen. Das machst du in den Videos auch nie, die Box misten. Dann muss ich das heute auch nicht machen. Doch, musst du machen. Oh. Ich würde sagen, Tom, spring jetzt mal vor die Kamera und ich nehme die Kamera für heute in die Hand. Dann müssen wir das Video nochmal von vorne anfangen, wenn ich deine Rolle mache. Ja. Weil ich stehe dann ja vor der Kamera. Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir eine richtig coole Idee. Das hast du ja noch gar nicht erwähnt. Nein, okay. Also, ich stehe heute vor der Kamera. Ich muss jetzt die Pferde machen. Mit welchem Pferd darf ich mir alles aussuchen heute, was ich mache? Ja, du darfst jetzt erstmal aussuchen, mit welchem Pferd du anfangen möchtest. Du fängst immer mit Gollum an. Ich fange natürlich mit Valentino an, weil das ist mein Bro. Da hinten steht er in der Ecke. Und jetzt gehen wir mal dahin. Valentino! Deine Stimme muss ein bisschen höher sein noch. Valentino! Ja, guck mal! Ja, jetzt wird er angerannt! Siehst du? Die hohe Stimme lockt alle Tiere an. Hey! Ja, mein Süßer! Oh, du bist ja so süß! Oh, er ist so ein Bärchen, ne? So. Wow, super gemeistert, außer dass der Strick irgendwie auf dem Boden hing. Komm. So Tom, so. Was musst du jetzt als erstes machen? Putzen. Richtig. Sehr gut, dann ich binde ihn erstmal an und ja, was wir heute machen, erzähle ich euch gleich. Bin mal gespannt, ob du den Pferdeknoten kannst. Na klar. So durch, so, dann wieder durch. Ja. Dann wieder durch. Ja. Und dann so durch? Ja. Du hast ihn nur ein bisschen sehr lang angebunden, aber perfekt, super. Perfekt, sehr schön. So, dann hole ich mal die Putzsachen. Ich binde ihn doch nochmal ab, weil seine Hufen sind komplett matschig. Die muss ich als erstes mal abspritzen. Und Leute, Hella hat jetzt schon angefangen zu heulen, weil die Kamera so schwer ist. Die Kamera ist so schwer. Ich jetzt kann weißt du mal, nicht was ich für einen schweren Job habe. Schwer, wortwörtlich schwer. Okay. Ich dachte, er spielt gerne mit Wasser. So, jetzt bin ich ihn wieder an. Zack, 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 zack. Richtig gut. Wow, du wusstest sogar, wo das war? Ja, natürlich weiß ich das. Ich muss das ja immer wegstellen, wenn die Videos zu Ende sind. So, und ich wette mit euch, ich kann das Pferd 10-mal so schnell putzen wie Hella. Hella braucht dafür immer 10 Jahre. Aber es muss auch gründlich sein, ne? Ja, aber nicht so gründlich wie du. Guck mal, er sieht doch schon voll sauber aus. Wo ist er dreckig? Er ist doch sauber. Naja, er hat hier ganz schön viel Staub drin. Seht ihr das? Womit fängt man überhaupt hier an? Das musst du heute entscheiden. Oh, der fühlt sich gut an. Oh. Irgendwie hat er Angst davor. Ich wollte ihn streicheln im Gesicht. Nur ein. Okay. Okay, das war's schon. Jetzt nehme ich deinen Striegel. Hier? Hier? Okay. Der juckt doch immer noch. Oh nein. Du Armer. Okay, genau hier, ne? Gefällt dir das? Gefällt ihm das? Ja, ich glaube schon. Oh ja, oh ja.
Ja, er mag das sehr gerne. Oh, der wurde lange nicht mehr geputzt. Der ist so eingestaubt. Ich habe den gestern geputzt. Ja, aber nicht gründlich. Du kraulst ihn, glaube ich, die ganze Zeit nur. Ich glaube, du putzt ihn nie richtig. Doch, ich putze ihn jetzt auch mal richtig. Hier sein Po. Boah, ist da viel Staub drin. Ich habe ja schon oft genug bei Hella zugeschaut. Danach nimmt sie, glaube ich, immer das hier und macht damit die Beine. Ich bin gar nicht so schlecht, ne? Okay. Okay, so. Hält niemand den Schweif hoch, aber egal. Es ist so unordentlich hier. Wie soll man hier... Das ist eine Mähnbürste, oder? Ja. Oh Gott, hast du viele Knoten, Mensch. Das geht nicht. Ich lasse es. Mission gescheitert. Was machst du jetzt mit ihm? Ich gehe jetzt in die Halle. Ich würde sagen, du longierst ihn, oder? Nee. Ja. Nee. Ich darf mir aussuchen, was ich mache. Ich gehe jetzt in die Halle mit ihm und mache ein paar Tricks mit ihm und mache eine kleine Show und zeige euch mal, was er wirklich drauf hat. Hella macht ja immer nur Larifari. Ja, genau. Komm. Er mobbt mich halt. Auch wenn ich hinter der Kamera stehe, ist echt unglaublich. Eigentlich ist das dein Job. Erfüllst du deinen Job noch nicht so gut? Wie läufst du denn da? Ich kann dich nicht mobben, ich kann das nicht. Brauchst du nicht noch eine Gerte oder irgendwie Leckerlis oder so? Wo sind denn Leckerlis? Weil ohne Leckerlis geht gar nichts. Ja, da, in der Futterkammer. Kannst du dir ein paar Pellets nehmen? Oh nein. Okay. Hey, ich habe mir jetzt eine Handvoll Pellets genommen. Au! Ah! Geh runter! Ah! Ah! Er stand komplett auf deinem Fuß! Was ist mit ihm? Du musst aufpassen! Ja, aber... Oh mein Gott! Ob das so gut wird, das Training, ich weiß nicht. Was hast du jetzt vor? Ja, als erstes müssen wir uns erstmal warm machen, damit keine Verletzungen entstehen. Danach dehnen wir uns ein bisschen und dann fangen wir mit den Übungen an. Ja. Okay. Ich würde sagen, zum Warmmachen joggen wir eine Runde. Wir sind jetzt 3 Runden Schritt gelaufen. Das sollte reichen, mir ist schon warm. Und jetzt werden wir mal anfangen zu joggen. Oh, erstmal joggen, Kollege. Ich habe auch lange keinen Sport mehr gemacht. Das sieht super aus. Ich weiß, wer demnächst meine Urlaubvertretung machen kann, wenn ich nicht da bin. Mit wem willst du dann in Urlaub fahren? Auf jeden Fall nicht mit dir, weil du musst die ja machen. Jetzt einmal halbe Bahn wechseln. Heißt das so? Nein, die aber... Die ganze Bahn wechseln? Ja, genau. Oh. Tom, spielst du nicht Fußball? Was soll das heißen? Dass du Ausdauer vielleicht hast? Ich war seit 2 Wochen nicht mehr beim Training. Noch eine Runde geht ja wohl noch. Also Valentino zum Beispiel kann ja noch. Du könntest eigentlich mit ihm richtig gut joggen gehen, wenn du nochmal joggen gehst. So an der Hand, das wäre doch cool. Reicht das? Das musst du entscheiden. Erstmal machen wir ein paar Übungen, damit er nicht ausgepowert ist. Und ganz zum Schluss gehen wir nochmal richtig ab und sprinten nochmal eine Runde. Dann geht ihr nochmal richtig das ab. Hast du schon mal sehr gut schön. Gemacht? Hast du schon aus der Puste? Nee. Jetzt zeigen mein Pony, Valentino und ich euch eine Show. Ja, selbst ausgedacht und improvisiert. Genau. Fangen wir mal an. Ich brauche eine Gerte, Leute. Fangen wir mal mit einer leichten Übung an. Erster Trick. Jetzt kommt spanischer Schritt. Ja, fein. Fein. Komm. Ja. Sehr gut. Okay. Jetzt machen wir den schrägen Lauf. Den schrägen Lauf, ich glaub's nicht. Nee. Ja, so ist gut. Super. Ah, jetzt? Ja. Ja, fein. Okay, das müssen wir so zusammenschneiden, als wenn es aussehen würde, als hätte es beim ersten Mal geklappt. Als nächstes machen wir steigen. Und hepp. Komm. Und komm. Ja, fein. Komm. Valentine, komm. Ja, und komm. Ja. Super, das war doch gut. Jetzt musst du ihm was geben. Gut gemacht. Fein, Valentine, fein. Du kannst auch den Strick abmachen und die Tür im Zoo, dann ist er frei. Oh. Okay. Das macht halt keiner so. Einfach das Pony loslassen. Ach ja. So, mit Gollum kannst Übung. Du das nicht machen. Das war eine Übung.
Okay, mal gucken, ob ich jetzt auch das hinkriege, was Hella letztens gemacht hat. Und zwar das Pferd stehen lassen und ich gehe weg. Valentino, bleib. Bleib. Bleib, Valentino. Du sollst bleiben, Mensch. Bleib. 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 Bleib jetzt hier stehen. Er versteht dich halt nicht. Okay, wir machen einen anderen Trick. Down. 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 Ja, gut. Gut, und bleib. Bleib hier. Nein, oh. Ja. Oh mein Gott. Warte, dass er sich auf mein Bein legt. Warte. Bleib. Bleib. Oh, sitz, sitz. Irgendwie klappt das Ganze nicht so gut. Ich weiß ja nicht. Kann ich ihn nochmal hinlegen? Ja, klar. Okay. Down. Down. Bleib. Bleib. Hier, komm, 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 komm. You're fine. You're fine. Sehr schön. Nein, oh Mann. Jetzt musst du Sitz bleib, machen. Sitz, Sitz. Ja. Ach, Mist. Naja, das hat er gut gemacht, dafür kriegt er jetzt erstmal lecker. Hella hat meinen Job dann doch ein bisschen zu ernst genommen und hat als Kamerafrau den Ton nicht angemacht. Wie kann dir das nur passieren? Dafür darfst du mich jetzt nie wieder anmeckern. Das habe ich extra gemacht. Ja, genau. Naja, die nächste Übung hat auf jeden Fall gut geklappt und dann habe ich auch schon Hütchen aufgebaut, um euch mal zu zeigen, wie gut ich das mit ihm geübt habe. Wie gut er einfach die Hütchen umkippen kann. Wenn ich da einfach nur dran tippe, kippt er die einfach alle sofort um. Es hat einfach so gut geklappt und da hat er natürlich ein Leckerli für bekommen. Ja, das sieht hier jetzt so perfekt aus, aber schauen wir uns doch mal die Realität an. Hä? Warum er läuft 100 Mal um die Hütchen rum. Hier besonders beim letzten. Du blamierst mich hier voll. Ist er einfach die ganze Zeit stumpf weggelaufen. Aber das sollte so aussehen, als wenn ich es perfekt gemacht habe. Du hast das Hütchen umgestellt. Du hast es dreimal umgestellt, das Hütchen. Ja, hast du gut gemacht. Alle Hütchen auf einmal umgeschmissen, ne? Willst du jetzt noch mal eine Runde mit ihm rennen? Können wir machen, komm. Mein Junge, komm. Dann einfach mal los, ich glaube, dann kommt er hinterher. Glaube nicht. Doch. Doch. Komm. Yes. Schneller musst du rennen. Sehr gut. Sehr gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Schneller, Valentino, schneller! Ein Pferd verfolgt mich! Schneller! Ah, er ist so schnell, oh mein Gott! Hilfe! Ich kann nicht mehr! Ich habe echt ein bisschen Angst! Das war richtig gut. Er war auch voll bei dir und ist ich voll. Ich hab so Angst gehabt. Mitgerannt. Echt jetzt? Ja, weil er so ausgetreten hat. So, wir sind fertig mit unserer Arbeitssession. Es war einfach 1A. Es hat alles beim ersten Mal geklappt. Er hat es immer sofort gemacht. Er ist so ein braver Junge. Also, ich fühle mich sowas von vorbereitet auf die 100.000 Abonnenten. Naja. Mit Valentino auf jeden Fall. Aber ihn muss ich ja nicht reiten. Ich muss ja Gollum reiten. Und davor habe ich ein bisschen Respekt. Jetzt ist Gollum dran. Das wird's. Anders. Bring ihn doch mal weg. Okay. Du musst da auch noch Heu drauf machen auf das Paddock. Und Wasser auffüllen für die Pony. Pinkel da rein. Ih, was ist mit dir nicht ganz richtig? Komm. Naja, ob das so geplant ist, ich weiß es nicht. So, du bist wieder ein freier Mann. Du kannst wieder mit deinen Freunden spielen. Wo macht man das Halfter ab? Komm, ja, auf.
So, jetzt soll ich Futter holen und Wasser. So? Ja, das reicht. Perfekt. Okay. Deine Arbeit ist so entspannend, Hella. Ja, du darfst entscheiden, was man macht. Du trägst die leichten Sachen und als Kameramann muss man wie so ein Trottel hinterherlaufen. Das stimmt. Ich fühle mich halt echt ein bisschen untätig heute. Ja. Alle kommen an. Tom hat seine neuesten Schuhe angezogen. Dass die richtige Wahl war, man weiß es nicht. Kannst du noch ein bisschen was reinmachen? Hier, das reicht. Oh, guckt euch meine Schuhe an. Gerade geputzt und gewaschen. Und jetzt sehen die so aus, dir, die anzuziehen? Hätte ich mich in der Schlamm gewälzt. Oh Mann, ey. Was als nächstes Futter machen, Boxmisten, Gollum holen. Sind noch ganz viele Aufgaben für dich. Jetzt weiß ich, wieso ich hinter der Kamera stehe. Ich würde sagen, wo wir gerade beim Futter aufgehört haben, machen wir da direkt weiter und bereiten mal Gollums Mahlzeit vor. Leute, was sind das für riesige Möhren? Wo gibt es solche Möhren? Die sind echt riesig, ne? Voll crazy. Ja, heute gibt es unser Buffet. Wegen Corona ist das Buffet aber nur begrenzt geöffnet, deswegen fülle ich das ab und bringe das den Herren dann aufs Zimmer. Ah, okay, das ist ja super. Warum eigentlich zwei Schüsseln? Ja, jetzt musst du mal hier die Futterroutine machen und ich werde gar nichts dazu sagen. Okay. So, dann haben wir einmal Heukorps. Gibt es noch Müsli? Was haben wir hier noch? Kuhkraft. Er mag immer so. Was? Das ist wohl die richtige Seite. Okay, wie viel muss da rein? Was glaubst du denn? Die Hälfte? So, 30 Milliliter? Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo rein. Ich tue es mal ins Müsli. Ja, er bevorzugt im Müsli noch eine kleine Note Hufkraft. Das gibt nochmal ein bisschen Geschmack und unterstützt auch die Nägel. Haut, Haar, Hufe, ohne Zucker, ohne Weizen. Also, es ist für seine Schönheit und alles andere. Das ist leer. Gut. Ich sammle gerne leere Flaschen hier. Sorry. Dann haben wir noch ein bisschen Kurkuma. Gewürze müssen natürlich auch rein. Ein Löffel Kurkuma. Wo das wohl reinkommt? Gerstengras. Bist du dir sicher, dass du nur einen Teelöffel da reinmachen möchtest? Ja, komm. Heute sind wir mal großzügig. Und ein bisschen Gerstengras. So. Okay. Ja, das bringe ich jetzt dem Herrn. Irgendwie hast du doch was vergessen. Da liegt ja noch was. Da, das Grüne. Ich habe schon immer unserem Chef gesagt, unser Buffet ist viel zu groß. Wir müssen es einschränken. Da kommt ja heißes Wasser drin. Gollum bekommt echt besseres Essen als ich zu Hause. Ohne Scheiß. Ich habe heute Morgen eine Banane gegessen. Sag das nicht so. Hä, ja. Da drunter ist auch noch was. Das auch noch. So. Hier rein, ne? Das lasse ich dich jetzt mal entscheiden. Wo hast du das andere Pulver dann reingemacht? Da. Ja, in beiden ein bisschen. Oh Mann, ey. Das war's doch schon. 3 Stunden später ist das Essen auch mal fertig. Unser Gast ist fast verhungert. Und in der Zeit macht der Zimmerservice schon mal das Bett von ihm fertig. Das wirst auch du sein. Zimmerservice. Ist jemand da? Nee, okay, fangen wir mal an mit hier dem sind ein paar Äpfel. Ja, der Gast, ihm ist ein Malheur passiert hier. Es tut mir sehr leid, die Umstände hier. Es passiert öfters. So. Ist das richtig so?
Macht ihr coole. Wir bereiten das Hotelzimmer für Gollum vor. Ah. Was sagst du zu dem Hotelgast, der hier wohnt? Ist der netter? Du hast ihn ja schon mal kennengelernt. Naja, ich sag mal so. Was sehe ich da? Nenn Schuss. Ja, dem passieren öfters mal Malheure. Hier liegt auch überall so ein bisschen was rum, ne? Ah. Ja, kann man halt nicht ändern. Aber der ist schon verwöhnt, ne? Ja. Ich bin heute eingesprungen, die andere Putzfrau ist krank. Ah. Ja. Das Buffet habe ich auch schon aufgebaut und alles. Willst du bei mir weitermachen? Nee. Das, Oh Mann, ey, was macht der hier immer? Ich pflege nicht so einen engen Kontakt mit diesem Gast. Diese Manieren. Einfach überall hin machen. Naja, dann habe ich halt den ganzen Mist, den der Hotelgast hinterlassen hat, nach draußen gebracht. Und jetzt seht ihr mal, wie viel Mist der schon gemacht hat. Also da sammelt sich das alles an und das gibt's da nicht. Wie kann man so viel Mist machen? Das ist machen? Nicht alles von Gollum. Natürlich ist das alles von ihm, jetzt tu nicht so. Also Hella macht mir wirklich sehr, sehr gut nach. Also sie hat den Job einfach perfekt drauf, weil sie lässt auch immer das Mikrofon aus, so wie ich das auch immer mache. Ja. Ganz toll. Oh Mann, Leute, das kann nicht sein. Ich du dachte, meckerst ich mich dafür nie wieder an, nie wieder. Ja, okay. So gut sollst du mir dann auch nicht nachmachen. Naja, komm, wir gehen jetzt und holen ihn von seiner Pediküre ab oder was er gerade macht. Ja, okay. Tschüss, Clara. So, wir holen jetzt die Kinder aus dem Bällebad ab. Hier ist eine Großveranstaltung heute, wie ihr seht. Gollum, bitte aus dem Bälle. Ach, Gollum heißt der übrigens, der Hotelgast. Ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber jetzt ist es. Der Name ist jetzt so unangenehm. Ja, es erinnert einen immer an diesen Hobbit. Wollen ich glaube, du musst das Halfte noch mitnehmen. Achso, welches? Nee, ich bleib hier einfach stehen, bis du nach da ganz hinten läufst. Unglaublich. Okay. Ich glaube, so kommt kein Pferd. Tommy, ich glaube, so verjagst du die Pferde. Was ist das? Was machst du da? Das Kind wird jetzt aus dem Bällebad abgeholt und wieder in sein Hotelzimmer gebracht. Hallo Gollum! Heute ist Nachmittagssport dran. Den müssen wir leider immer an die Leine hängen, weil der auch gerne mal abhaut. Und gleich werden wir ein bisschen im Kreis laufen. Das macht er gerne. Und er frisst auch gerne, wie man sieht. Jetzt muss der auch noch gewaschen werden. Man muss alles für ihn tun. Alles. Unglaublich. Verwöhnt bist du. Wie Hella es natürlich machen würde, mit dem Striegel anfangen. Bei Gollum immer ganz vorsichtig, ne? So gut? Ja, super. Also das mit den Sprüchen hast du echt nicht drauf, Hella. Da musst du noch dran arbeiten. Mein Job. Außer, dass du das Mikrofon immer auslässt, hast du es uns noch nicht so verstanden, ne? Oh Mann. Nicht so gut aus. Was war denn? Ich habe ihm das aus Versehen in den Bauch gerammt. Oh nein, der Arme. Hast du damit gerade in seinem Gesicht gewistet? Ja. Oh mein Gott, das darfst du nicht dafür benutzen. Oh. Unterm Bauch auch? Oh, yo. So, ich glaube, das ist gut so, ne? Er ist halt noch komplett dreckig. Ja, aber mit dem Striegel ist fertig, oder? Kannst du einen anderen nehmen. Musst du selber entscheiden. Was kommt bei dir als nächstes? Diese Bürste? Ich glaube, Gollum steht auf Jungs. Nein. Doch, deswegen lässt er sich auch von mir lieber verwöhnen als von dir. Sehr schön. Die Beine musst du auch noch machen. Hier ist ja nur Schlamm drin. So, das ist gut? Ja. Wow, er gibt mir das sogar schon an. Ach, war der schon mal so sauber? Ich glaube schon. Nein. Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön. Schaut euch das Geburtstagskind an! Sie hat heute Geburtstag! Yes! Yay! Wie alt sind Sie geworden? 19, also... Was? Und was sagen Sie, das Publikum hier? Also... 6-jährige Kinder, die ich letztens unterrichtet habe im Putzen, Theorie und Praxis, haben das besser gemacht als Tom. Oh, wenn ich ihn nicht mobben kann, dann macht es Johanna. Nie wieder. Oh nein, ich finde, du machst das nicht so schlecht. Und Gollum sieht ganz entspannt aus. Ja, ist er auch. Seine Hufen waren noch nie so sauber. Schaut euch die an. Naja, Maus, also oh so sauber sind die jetzt auch nicht. Wo ist das hier nicht sauber? Okay, das ist schon ganz ja. Sauber. Aha.
Okay, dann hol mal die Tanze, oder? Nee, erstmal benutze ich hier noch irgendwas von dem Spray. Lederspray, das ist glaube ich nicht so gut. Lederspray, erstmal die Mähne. Hufpflegespray. Einfach auf die Hufen sprühen? Ja, genau. So. Okay. So. Super schön. Wenn das schon da ist, dann muss man es auch benutzen, ne? Jetzt muss ich sein. Was muss ich holen? Seinen Sattel? Nee, ich reite ja nicht. Wir longieren. Kannst du auch machen. Nee, wir longieren heute mal. Die gute Iconic-Trense. Hier macht man dann die Longe dran, oder was? Ja, genau. Okay. So. Muss ich mal trensen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Erstmal Hälfte ab. Toll, super. Geht das Ding? Das ist doch super. Brauchst du eigentlich keinen Beinschutz oder so? So Gamaschen, Glocken, irgendwas. Beim Longieren? Nee. Ach, okay. Kommt das hier einfach dran oder wo? Ja, kannst du da einfach dran machen. Die Peitsche kannst du ja erstmal liegen lassen, weil du musst ja erstmal Schritt laufen. Genau, das hätte ich jetzt auch gemacht, also. Schritt laufen oder muss ich mit ihm einen Schritt laufen? Wie du willst. Okay, komm. Aber das Innere muss ja immer nach innen, ne? Ach so, ja, weiß ich. So? Ja, weiß ich. Okay. Willst du ihm eigentlich noch irgendwie Stangen oder so aufbauen? Dafür bist du ja da. Gut, dass du das erwähnst. Ja, Hella, in der Zeit, wo ich ihn hier Schritt longiere, kannst du ihm ein paar Stangen holen, dass wir ein bisschen Stangen. Nee, haben. Wir machen das, wenn du reitest einfach. Nee, nee. Eigentlich kein Problem mit. Ich reite das heute mal. Also, Hella, du holst mal ein paar Stangen bitte rüber. Ein bisschen Schnur geben. Wie beim Angeln. Also, wenn er so auch beim Reiten ist, dann ist er entspannt. Dann wird das ja nicht so schlimm. Wir sprechen uns nochmal wieder, wenn du drauf sitzt. In dem Tempo geht das doch. Er kann aber auch richtig schnell werden. Wenn er schnell wird, dann springe ich runter. Ja, sicher. Ja, ohne Scheiß. Oh mein Gott, den Stunt will ich sehen. Dann hat Hella mir die Stangen dahin gelegt und ja, also das war nicht so geplant. Aber ich glaube, das lag an den Stangen. Die lagen einfach ein bisschen komisch an dem Tag. Also das muss Hella nochmal üben, weil sonst leg ich... Ich leg die immer so hin und nee, sonst hat das auch gepasst. Sonst leg ich die immer hin. Naja, dann hat es auch irgendwann ganz gut geklappt. Er ist dann seine Runden getrabt und ist da rübergelaufen. Ich finde immer, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Storch, wie er darüber geht. So. Guck mal, was für Manieren er hat. Er bleibt einfach stehen und äppelt da einfach vor allen Dingen, hin. Du holst ihn nicht weg, sondern er muss dann halt vom Hä? Stehen ja, natürlich. Direkt wieder über die Steine. Wenn er unbedingt äppeln muss, dann ist auch sein Problem. Naja, aber dann hat es auch wieder geklappt und dann habe ich auch schon die Seiten gewechselt. Denn ihr wisst ja alle, ne, und ich weiß ja natürlich auch, man muss in beide Richtungen longieren, damit... ja, beide Seiten. Da ist er einfach vorbeigelaufen. Hä? Ja, manchmal versteht er nicht ganz, was er machen soll. Och, sieht ja aus, ey. Wie so ein Storch. Guck dir das mal an. Zack, zack, zack. Naja, aber es hat, also ich finde, es hat dann doch ganz gut geklappt. Also man muss natürlich am Anfang den immer erstmal ein bisschen warm machen. Und dann hat Hella natürlich sehr, sehr schön meinen Job erledigt und die Stangen weggetragen. Also ich fand, das sah schon richtig gut aus beim Longieren. Gollum hat das richtig gut gemacht. Die Stangen, die lagen einfach nicht in den richtigen Abständen. Ja, wer hat die da bloß hingelegt? Das beschreibt den ganzen Tag ganz gut. Ich hatte alles im Griff. An mir hat es jedenfalls nicht gelegen. Ich fand, er hat es richtig gut gemacht. Er war einfach sehr selbst überzeugt, was ich selber ist. Wir haben ihn jetzt mal zurück in sein Hotelzimmer gebracht. Da wartet dann... Oh, wir müssen ihm noch sein Armbrot geben. Das habe ich ihm schon gegeben. Hast du ihm gegeben? Ja. Oh, das ist aber nett. Ja, ich helfe ja auch Hella manchmal, wenn ich die Kamera in der Hand habe. Also, das geht schon in Ordnung. Aber wie hat es dir denn hinter der Kamera gefallen? Ganz okay. Meine Arme tun jetzt weh. Weil ich Muskelkater habe, weil diese Kamera ist so schwer. Mindestens 300 Kilo. Jetzt weißt du mal, wer hier die richtige Arbeit macht. Weil das, was ich heute gemacht habe, war Bespaßung. Du musstest ja auch die Box müssen, ne? Ja, da hatte ich aber professionelle Hilfe. Das ging ganz gut. Die 5 Minuten, die das gedauert hat. 5 Minuten jetzt auch nicht. Ja, wie lange musstest du die Kamera halten? Und selbst das kriegst du nicht mal hin. Dreimal war der Ton aus, also das ist ein neuer Rekord. Das habe nicht mal ich geschafft. Ich freue mich auf jeden Fall richtig schon aufs Reiten. Nicht. Mach die 100.000 Abonnenten voll, da muss dafür, Tom aufs Pferd steigen. Also ich glaube, das war eine ganz gute Vorbereitung. Aber lass mal trotzdem bei 999.000 Abonnenten bleiben. 99 Abonnenten. 99? 99 Abonnenten.
Nein, 99.000. Ja. Lass mal unter 100.000 bleiben, weil ich muss nicht rein, Leute. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch weiter mit Valentino eine Runde spazieren, aber mit dem haben wir ja heute schon was gemacht, habt ihr ja gesehen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, gesund bleiben natürlich und ja, tschüss sagst du dann, oder was? Ja, sag ich immer tschüssi. Okay, tschüssi. Tschüss.